sie da unten irgendwie landet. Hätte ich eben nur nicht so ungeduldig schon wieder geklickt. Da müsste ich jetzt halt auf den nächsten Stein. Ah, da ist die Wand jetzt doch tatsächlich. Okay, das ist immerhin sehr, sehr nah. Biohazard detected. Ach, jetzt bin ich hier in so einer Art Sackgasse. Na gut, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Biohazard detected. Operator wet. So soll man das vermutlich nicht machen, nicht? Ich weiß mir halt auch nicht so richtig an, was zu helfen. Dass ich nass bin, ist ja nun eher das geringste Problem, ne? Maximale Gesundheit um 25. Warum kann ich den nicht? Ja. Ist ja auch nicht mehr trockener Tropf. Kommt das von oben? Okay, jetzt sind wir schon mal so weit. Das sieht doch gut aus. Da drüben ist auch ein Lager. Könnte ich da rein oder sieht das nur so aus?
Zumindest ein Lager. Das ist mein Ziel. Bin ich da schon in der Plörre drin, ist halt die Frage. Lieber nicht, wenn ich das nicht einsehen kann. Okay. Beendetes Gericht, okay. Ja. Stimmt, am Strand waren ja diese großen Kugeln. Wie hier auch einfach überhaupt nichts mehr drin ist. Zwischendurch war ja ab und an mal was dabei. Operator, health levels. Okay. Ich habe jetzt ja auch nicht, was meine Gesundheit irgendwie. Auflädt. Ich könnte natürlich hier einfach schlafen. Mache ich. Aber wenn ich sterbe, muss ich jetzt von ganz da vorne wieder hier rüber exploiten. Sleep quality. Ich noch meine Zielführung, wenn ich mir angucke. Da. Okay. Okay. Komme ich hier mit dem Teleporter wieder hoch? Doch, sieht schon so aus, ne? Resistenz gegen Kälte. Aber wo? Da ist mein Ziel. Kann ich hier jetzt auch einfach weiter. Ein Igel, ein Krug voll Wasser, zwei Schalen von den Himmelsiegeln, eine Kerze, Schritt A, den Igelstücke schneiden.
In Wasser einweichen, Schale füllen, Schale mit Hilfe einer Kerze besiegeln. Ach, das ist bestimmt hier dieses Essen. Oh, trinken hier. So, ich hätte ja oben noch lang gehen können. Aber hier scheine ich ja in Richtung meines Ziels zu gehen. Dann mache ich das vielleicht einfach mal. Stein. Wende das Gericht. Vielleicht wäre das eigentlich der in Anführungszeichen der richtige Weg gewesen. Vergibt einen Bonus. Nehme ich mit. Reminder. Mission Objective. Reestablishing Satellite Uplink. Highest Priority. Ach, die Plörre, aber sieht alles ganz anders aus. Oder? Da kam er, glaube ich, eben hoch, ne? Durchgang zum Zentrum, 1 von Eich. 1. Eine Leiter hoch zu den Passagen im Zentrum. Der Zugang ist nur gewährt, sobald die Säule nicht mehr besteht. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Und da hinten ist mein Ziel. Aber ich bin schon wesentlich näher dran. So, werde ich wieder weiter weg. Das bringt mich noch weiter weg. Da hinten hier ist ein Durchgang. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte. So. Ich glaube, ich speichere hier nochmal, bevor ich da jetzt umkraute. Essen okay, trinken okay, Gesundheit okay. Okay. Also wenn ich was auf dieser Reise bekomme, dann genug Schlaf. Sleep quality good. Doch, ich versuch's hier locker. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man muss sich auch mal loben für geschaffte Sprünge.
Okay, da wäre ja super. Ich dachte auch noch weiter eigentlich. Will ich hier gerne auf dieses Stück kommen? Aber wenn er schon in der Plörre landet, dann darf bitte nicht ganz so weit noch abgedrückt. Na gut. Toxicity levels critical. Operator wet. Biohazard detected. So, Zielführung da. So, da lang geht es. Operator wet. Da sieht's hell und freundlich aus. Das ist aber per se näher mein Ziel. Ich lusche da nur mal rein. Okay, ist doch sehr dunkel. Da kommen Bomben raus. Zugang zum Nichts von allem 3. Mal gucken, was das andere sagt. Wenn ich da weitergehe. Biohazard detected. Okay, das ist auch giftig. Vielleicht kann man das anzünden. Es sind ja irgendwie Pflanzen. Ich teste es mal. Ich habe doch dieses Feuer. Den, ich weiß nicht, wie es heißt. Ach. Den hier. Detected. Ich verstehe das nicht. Biohazard detected. Dann gehen wir doch den anderen Weg. Jetzt kann ich lang. Puh. Hätte man vielleicht irgendwo wieder was finden können? Was gegen Gift ist, so wie ich erst super spät darauf gekommen bin, so einen Hammer zu bauen. Verlassen.
Klasse Gebiet. Gestern das Gefühl, man kommt so gut voran mittlerweile. Durch die Blitzturm und so. Und jetzt bin ich hier so richtig verloren rum, weil ich mit dem Kind nicht weiter weiß. Das finde ich ein bisschen doof. Okay, ich denke, ich habe die Kugeln gefunden. Untersuche den Altar. Die Mühle 1 von 2. Diejenigen, die das Geheimnis der wirbelnden Flügel lüfteten, werden die Stärke von 1000 Lungen haben und werden die heißen, fauligen Seen trocken trinken. Ach, war das der Igelkram, der eben... unten war? Ich habe eine Verbindung. Solus 3, this is Prolus Command. Please report. As of yesterday, we only have 2 months left. 2 months before we won't have enough fuel to make it without losing power on the way. We need your reports, Solus 3. We haven't heard from any of the other ships. I don't know if something's blocking us off or if we've failed, but if the satellite is telling the truth, it's only you. You're the only one left. 5 ships. And no one has responded. Please, Solus 3. I think you are our only hope. Please report on Gliese 6143C. Voraussetzungen, 4 Schlüssel. Höhen der Schwingung 1. Jetzt haben wir hier so ein Gebäude und hier auch was. Meilenstein. Okay. Inventory full. Sieht ja wieder klasse aus, ne? Erstmal folge ich quasi dem Weg. Gucken, wo ich oben auskomme. Wie weit weg das ist und wie hoch. Der Prozess 1 von 12. Oh Gott.
Der Prozess beginnt. Der Prozess an den Ungläubigen. Varsa ist dort, hinter den Prozessionen, ruft mit ihren Anhängern nach Gerechtigkeit. Verstehen, sagt er. Wir müssen die Himmelswesen verstehen. Und was sie wollen, sie verstehen uns nicht. Es beginnt, Kukgoni spricht. Der Wert als Mensch, als Überlebender wird aufgewogen werden in dem Herzen ihrer Errungenschaften. Der Prozess findet in der Haupthalle der großen Windmühle statt. Niemand weiß, was die Himmelswesen tun werden. Sie haben nie gegeneinander konspiriert, denken wir. Ja, am Horizont sah man ja immer so eine Windmühle. Oh, da unten ist was Abgestürztes. Und ein Teil. Soll ich zurückgehen? Meint ihr, dann kann da runter hin? Es wirkte schon so, als ob man nur hier hoch kann, oder? Und wo ich rauskam? Hier bin ich immer noch viel zu hoch. Hier komme ich gar nicht anders weg. Okay, dann muss man da bestimmt später. Nein, ich wollte es essen. Operator health improved. Ach, das ist für Health. Ich dachte, das wäre zu essen. Okay, es gibt auch sehr große Monster, die einen den Kopf abhacken. Na dann. Goni erschuf die Bildnisse, die den Verrat der Verräter schildern. Der Verrat in Stein gemeißelt von den Philistern selbst, die sie untergruben den Willen der Himmelswesen. Sie begehrten die Macht und die Ressourcen im Reich der Himmelswesen, im leeren Land. Sie stahlen einen Ball der Himmelswesen, übernatürliches Geschenk der Energie. Sie verlagerten ihn in Gruben, bestimmt dazu, es gegen ihre Herren einzusetzen. Aber ihr Plan ging nach hinten los. Jemand öffnete es. Das war ihr letzter Fehler. Der Tod trat hervor aus einer Höhle. Oh, finde die Götzenstatue, habe ich gar nicht mitbekommen. Das esse ich gleich. Nein.
Ach, wir sind auf der Insel der Windmühle. Oh. Dann sind wir sonst immer da hinten irgendwo gewesen. Oder da. Man hat ja nur die Silhouette gesehen. Oh, da unten ist eine Höhle. Hack. Okay. Ist das ein Dino oder ein Monster? Wo sind denn die anderen Lesetafeln? Sieht schon schick aus. Oh, ich kratze das Wasser. Da. Ich glaube, ich raste hier kurz im Schatten. Geht das? Dann mache ich meine Snackpause.